Ich habe jetzt, glaube ich, in den letzten 24 Stunden 20 Stunden gepennt. Krass. Nur gepennt. Lebensmittelvergiftung in Thailand. Ich glaube, so nenne ich mein nächstes Video. Das ist jedes Mal das Gleiche. Ich schaue auch noch übelst verpennt aus, ne? So starte ich jetzt meinen Vlog, ich habe noch nichts gedreht. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Heute werden wir endlich mal was machen. Die letzten Tage haben wir es leider nicht geschafft. Wir waren immer nur zu Hause und waren essen. Aber heute ist der Tag gekommen. Heute werden wir endlich mal die Insel erkunden und wirklich was erleben. Bleibt dran, es wird geil. Die Sonnenbrille kommt natürlich ab. Die Uhr bleibt dran. Let's go. In den Rücken, Alter. Servus. Servus. Oh, das war mein Rücken. Und dann. Ist das auf Kamera? Scheiße. Und dann habe ich halt gedacht, okay, weiß nicht, die Klima ein bisschen runter, vielleicht ist es dann besser, weil es zu warm war. Hat auch nichts geholfen. Dann ist irgendwann eine Mücke gekommen, die habe ich dann gejagt. Und dann. Genau, ich hab mir vorher noch den Podcast angehört und genau, und dann, nachdem die Mücke tot war, so ungefähr eine halbe Stunde danach, bin ich wahrscheinlich eingeschlafen. Also keine Ahnung. Auf jeden Fall keine geile Nacht, aber willst du machen. Das Leben ist halt nicht so hart, nicht so einfach hier. Das Leben ist halt nicht so hart. Ja. Das Leben ist echt nicht hart. Wir haben schon ein hartes Leben. Wir haben echt ein hartes Leben, Leute. Ja. Also, ihr wisst bei nicht, wie schwer das hier ist. Ihr wisst es einfach nicht. Ich finde es tatsächlich, es klingt jetzt total verrückt, aber ich finde meine Routine daheim in Deutschland einfacher. Ja, ist halt immer das Gleiche. Ja, ist immer das Gleiche, deswegen ist es einfacher. Deswegen heißt es ja Routine, hier haben wir ja keine richtig, Routine. Und ich finde es tatsächlich hier, das klingt total bescheuert und das würde mir vielleicht auch keiner glauben. Jeder denkt wahrscheinlich, das ist Schwachsinn. Aber für mich ist das hier, für meinen Kopf, für meine Psyche ist das hier anstrengender als Deutschland, wo ich jeden Tag genau das Gleiche mache. Aber Leute, nehmt genau das als Motivation. Wenn man mit was anfängt, dann ist es verdammt schwer. Du musst erstmal in diese Routine reinkommen. Aber sobald ihr in der Routine drin seid, egal wie schwer eigentlich die Tätigkeit ist, es wird total einfach. Weil ihr seid es einfach gewohnt, ihr macht es einfach und müsst gar nicht drüber nachdenken. So, jetzt gibt es ein bisschen einen Kaffee und wir diskutieren gerade ernsthaft darüber, ob wir an den Strand gehen, uns an den Strand hinlegen. Also, ich bin echt ein bisschen enttäuscht von den Jungs. Ich verstehe es nicht. Warum man sich an den Strand legt. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, wir können uns gerne in irgendeinen Beachclub setzen oder in irgendein Restaurant am Strand. Ja, ich liege mit einem Handtuch auf dem Strand. Es ist ungemütlich, überall ist Sand. Also warum? Ist doch unnötig. Ich kann mich doch einfach irgendwo in ein Restaurant reinsetzen. Da kann ich auch auf den Strand gucken, kann dabei noch was essen. Ich habe jetzt sowieso Hunger. Also in der Sonne wegen brutzeln? Na, Sonne wegen brutzeln. Pff. Kann ich hier auch. Ich habe einen Pool, ich habe eine Dachterrasse. Ist viel entspannter. Aber da hast keine Frauen. Ja, die Frauen, die gibt es im Beachclub auch. Also, muss ich mich doch nicht an den Strand legen. So, Freunde, wir haben uns jetzt gerade eben fertig gemacht. Heute gehen wir endlich mal aus der Villa raus. Und zwar geht es jetzt erstmal ein bisschen was essen und dann vielleicht noch Minigolf spielen. Oh, stimmt. Je nachdem, was die Zeit sagt, also ob wir noch genug Zeit haben. Aber heute gibt es mal ein bisschen was Neues zu sehen, endlich mal. Na, hoffentlich. Leute, abonniert Sebastian Patrick P. Ich stehe kurz vor den 25 Abonnenten. Und Simon, freust du dich schon aufs Minigolf spielen? Richtig, mega. Kannst du das? Ja. Ja? Denk schon. Oh, da bin ich gespannt. Ich ja. So. Schauen wir mal, oder? Schauen wir mal. So, Freunde, wir sind jetzt gefühlt irgendwo im Nirgendwo. Aber hier sieht es echt geil aus. Sehr viel Grün. Und jetzt habe ich echt Hunger. Ey, es ist einfach 16 Uhr und ich habe heute noch gar nichts gegessen. Ich bin seit 9:30 wach und habe noch nichts gegessen. Nur einen Kaffee getrunken. Schrecklich. Wir haben echt ein schlimmes Leben hier. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es hier was zu essen gibt. Also das schaut hier, weiß ich nicht,
Nicht nach Restaurant aus. Hä? Hä? Ah, hier. Hier, oder? Okay, thank you. Wahrscheinlich. Einfach, wir sind hier richtig. Ich habe Angst. Ah, das sieht doch gut aus. Oha. Das ist eine geile Location hier. Aber irgendwie ist es voll leer. Das ist nicht der richtige Eingang hier, oder? Ja, aber irgendwie ist hier niemand. Ja, wir hätten da links unten. Links hätten wir runtergehen müssen. Aber wieso ist hier niemand? Ja, hier ist ja keiner. Da unten läuft doch Musik, oder? Ah, ne. Wir müssen runter, glaube ich. Nach unten, ja. Gehen wir runter. Ah, hier, das sieht schon besser aus. Pizza-Time. Das Pizza-Time? Ja, freilich. Wow, das sieht aber richtig nice aus. Leute, gönnt euch das? Ja, okay, das sieht cool am Start. Das sieht schon echt ziemlich nice aus hier. So Leute, es sieht echt schön aus, aber hier gibt es leider nichts Gescheites zu essen. Deswegen gehen wir jetzt weiter zum nächsten Restaurant. So, der nächste Versuch. Ich glaube, hier gibt es gar nichts. Doch, die haben eine Karte bis 17:45. So Leute, wir gehen wieder. Versuch Nummer 2 ist auch schief gelaufen. Jetzt suchen wir irgendwas, wo es wirklich was zu essen gibt. Hoffentlich schaffen wir es diesmal. So Leute, wir müssen jetzt 15 Minuten... Boah, jetzt ist hier Verkehr ohne Ende, der Wahnsinn. Wir müssen jetzt 15 Minuten bei über 30 Grad zum nächsten Restaurant laufen. Der Wahnsinn. Das Leben ist so anstrengend. Wären wir mal zu Hause geblieben. Ey, ohne Witz, in Deutschland ist jetzt... Boah, wie viel ist jetzt? 10.20 Uhr ist in Deutschland vormittags. Die meisten sitzen jetzt in einem schönen klimatisierten Büro. Und wir laufen hier bei 30 Grad durch die Pampa. Das ist echt der Wahnsinn. Manchmal frage ich mich echt, ob ich nicht den falschen Lebensweg eingeschlagen habe. Es ist so anstrengend, Leute. Also zu reisen, es klingt immer so schön und gut und schaut auch immer so schön aus, aber das ist anstrengend. Und du musst dir zum Beispiel, wir müssen uns jetzt erstmal überlegen, wo essen wir überhaupt was? Bei der Arbeit hast du eine Kantine. Ja. Also. Ja, schon ein schweres Leben. 6 Euro für eine Stunde Thai-Massage ist echt geisteskrank. Ja, die Jungs wollen hier die ganze Zeit was zu trinken kaufen, weil wir noch 10 Minuten laufen müssen. Aber ich erkläre euch jetzt mal was, Leute. Delayed Gratification, das heißt die Belohnung aufschieben, ist das Beste, was ihr machen könnt. Das macht euch wirklich... Es ist aber was anderes, wenn man Durst hat. Das macht euch langfristig glücklich. Deswegen geht manchmal absichtlich einfach durch die Hölle, spart euch die Belohnung auf für später und dann werdet ihr auf jeden Fall ein besseres Leben haben. So ist es mit allem im Leben. Die Belohnungen, die später kommen, für die man was tun muss, das sind immer die besten. Deswegen Finger weg von Drogen, dafür müsst ihr nämlich gar nichts tun. Und macht lieber Dinge, wofür ihr hart arbeiten müsst, da lohnt es sich wirklich am meisten. So, trinken wir erstmal ein Bier, oder? Spaß. So Leute, wir haben es endlich geschafft, wir sind da. Ey, ich schwitze wie sonst was. Wir werden jetzt zu unserem Tisch gebracht und dann hoffe ich mal, dass es hier was echt Geiles zu essen gibt und dass es hier gut aussieht. Da denkst du bist endlich da und dann musst du noch einen halben Kilometer durch den Dschungel laufen. So Leute, es sieht schon echt nice aus hier. Schau ich das mal an. Eine Bar im Felsen. Thank you. So Freunde, jetzt gibt es wie immer einen Pineapple Shake. Dazu natürlich ein bisschen Wasser für die Flüssigkeit. Und eine Vorspeise Avocado Rolls. Da bin ich jetzt echt mal gespannt. Ist mir einfach zu grün. Gut, dass es gleich ein Steak gibt. Ohne Witz, ich bin nicht mal mit der Vorspeise fertig und bin einfach schon wieder satt. Hat hier irgendjemand Tipps, wie ich zunehmen kann? Ich schaff's einfach nicht. Ich nehme immer weiter ab. Wieso kann ich nichts essen? Check das nicht. Schmeckt sehr, sehr lecker. Jetzt gibt's endlich was Gescheites. Jetzt gibt's hier ein richtig geiles T-Bone Steak. Ich bin richtig gespannt und hab richtig Hunger. So, kleines Fazit, Leute. Hier gibt's auf jeden Fall auch kein Trinkgeld. Ich bestell T-Bone Steak und krieg ein Schweinesteak. Also, das ist Verarsche hier. Das ist echt Verarsche. Kein Trinkgeld. Ihr glaubt gar nicht, wie anstrengend es ist, hier den Berg hoch zu laufen. Ach Gott. Ein anstrengendes Leben.
Schaut mal, Leute, ein Langhals. Ist der Schwanz? Lol. Ein Langschwanz. Spielen wir wegen Minigolf? Freilich spielen wir jetzt Minigolf. So, Freunde, die Kugeln leuchten. Let's go. So, ein Triceratops. Das ist die Zera, Leute. Ganz klar, die Zera. Oh, der war stark. Macht das auch geil. Hey. Brav. Vor allem, Leute, das muss fake sein. Dinosaurier sind schon längst ausgestorben. Schaut euch mal dieses Seeungeheuer an. Leute, die letzten Stunden der Dinosaurier. Der Vulkan bricht gleich aus und dann ist alles vorbei. Hey Basti, was sagst du dazu, dass hier Dinosaurier sind? Also, weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen komisch, weil eigentlich sind die doch ausgestorben. Ja eben, wie kann das sein? Ich weiß auch nicht, wie das sein kann. Also zumindest habe ich keine Drachen gesehen, da bin ich mir ganz sicher, dass die ausgestorben sind. Ja, aber Dinosaurier sind eigentlich auch ausgestorben. Aber hier ist ja der Beweis. Es gibt noch Dinosaurier. Aber warum machen die nichts? Na, manche bewegen sich, manche schlafen halt. Ach so, die schlafen in dieser Position. Ja. Deswegen, Leute, glaubt nicht alles, was ihr hört, nur weil es heißt, Dinosaurier sind ausgestorben. Heißt es noch lange nicht. Eben, hier ist der Beweis. Eben. Mehr Beweis geht ja eigentlich gar nicht. Eben. Wir waren jetzt hier im Minigolfpark und haben eigentlich nur gefilmt und nicht gespielt. Es hat sich sehr gelohnt. 550 Baht pro Person. Hätten wir uns sparen können. Also Leute, wenn ihr in Pugge seid, der Dino-Park mit der Minigolfanlage ist sehr zu empfehlen, wenn man Minigolf mag, ansonsten nicht. So Leute, hier ist er, der Spinosaurus und direkt gegenüber der T-Rex. Leute, wir haben es durchschaut, das ist nicht echt. Die beiden Dinosaurier, die können gar nicht zur selben Zeit leben. Das muss fake sein hier. Einer von beiden ist ein Roboter, nur einer kann echt sein. Ich glaube, der ist echt. Schnell weg hier. Ganz schön gefährlicher, die Dinosaurier. Als Kind habe ich den mal gemocht, da wusste ich aber nicht, dass die einen auffressen wollen. Also Freunde, kleines Fazit. Wir haben nicht gespielt, wir wissen nicht, wer gewonnen hat, aber die Dinosaurier waren ganz cool. Kann man auf jeden Fall empfehlen. So Freunde, ich bin gerade dabei, meinen Vlog zu schneiden, aber jetzt gibt es erstmal hier Burger. Angeblich der beste Burger in Phuket. Ich bin echt gespannt. Und hier ein paar Netzkartoffeln. Und jetzt probiere ich da hier mal. Schmeckt schon, aber ich würde nicht sagen, der beste Burger in Phuket. Auf keinen Fall. Freunde, ich nehme alles zurück. Ich finde den richtig gut sogar. Ohne Witz, Leute, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen geilen Burger gegessen habe. Also der ist wirklich Premium. Freunde, der Vlog ist endlich fertig. Ich bin todmüde. Ich gehe jetzt direkt ins Bett. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und wir sehen uns morgen wieder. In dem Sinne, macht's gut.